Was geht ab, liebe Sportsfreunde? Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei einem neuen Video. Ja, wir haben heute Mittwoch, jetzt aktuell gerade 17 Uhr. Heute ist für mich mal wieder in diesem kurzen Vlogging-Video ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir fahren heute zum Björn. Der Björn besitzt das Fotostudio Lühn. Das können wir jetzt gerade mal ganz, ganz spektakulär da zeigen. Ja, heute geht es um das schöne Thema Produktfotografie. Wir gehen heute her und nehmen, oder ich würde besser gesagt, ich gehe heute her und nehme Sie mit ins Fotostudio und wir gucken uns heute die Produktfotografie der Anygym Collection 2020 an. Das heißt, Sie sind heute live dabei, wenn wir die Fotos für unseren neuen Online-Shop machen. Das heißt, auch an dieser Stelle das allererste Mal. Schön, dass ich es Ihnen mitteilen darf. 2020 wird es einen Online-Shop des Anygyms geben. Das heißt, aktuell ab dann sind wir für Sie auch online verfügbar. Das heißt, bei uns können die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel natürlich auf Evidenzbasis bestellt werden, ne? Und halt eben auch die Anygym Sportswear und natürlich unsere Online-Programme zum Training für zu Hause, für die Ernährung etc. Das wird alles in nächster Zeit ganz, ganz viel noch publik gemacht. Natürlich können Sie nachher über den Online-Shop auch noch unsere Workshops zum Thema Training buchen, zum Faszientraining etc. Wir werden viele Workshops auch dieses Jahr wieder anbieten, wenn wir sie veranstalten dürfen aufgrund der neuen Verordnung. Das wird sich aber noch zeigen. Das jetzt erstmal als kurze Vorabinformation. Ich freue mich, Sie heute mitzunehmen. Let's go! Wir haben es jetzt soweit geschafft. Wir filmen das gerade Ganze so schön ab. Jetzt kann man halt gerade mal das Studio so ein bisschen von außen betrachten. Die Tür steht gerade auch, wie man sehr, sehr schön sehen kann, offen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wie ihr so schön sehen könnt, der Björn sitzt bereits da und ist fleißig am Arbeiten. Nicht wegen. Nee, Corona-frei, ne? So. Ja. Nimm Platz. Nimm Platz, sagt er. Ja, ich nehme euch erstmal mit zu so einer kleinen Boomtour. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon diese Sadomaso-Puppen aufgebaut. Dementsprechend wird das heute sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, führst du uns mal durch, oder? Kann ich machen, ja. Ja, dann. Also hier vorne ist der Raum, ich nenne es Verkaufsraum quasi. Hier werden Porträts geschossen. Wir machen Produktfotos hier und empfangen die Kunden natürlich. Ein Arbeitsplatz ist hier. Machst du einmal die Tür zu? Na klar. Super. Dann gehen wir mal ein Stück. Also hier haben wir, das ist ein extra Raum nur für Kinder- und Babyfotografie, für meine Fotografin Ines. Die hat hier verschiedene Hintergründe, eine Wickelkommode, Kleidchen, alles was man sich so vorstellen kann. Und hier werden halt die Neugeborenen und die Babys fotografiert. Und da haben wir halt extra einen Raum für gemacht. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus, würde ich behaupten. Ja, ich denke auch. Dann kommen wir mit. Dann haben wir hier, also hier kann man die Umkleide quasi zumachen. Ja, dafür war es gedacht. Und hier haben wir einen extra Raum für die Mädels zum Schminken. Toilette natürlich, die Kundentoilette. Und dann haben wir hier das große Studio, allerdings sind wir hier gerade noch am Basteln. Das ist halt der große Raum. Hier haben wir ein schönes Barock-Set, nenne ich es mal. Wir haben ein schönes Bett stehen. Verschiedene Hintergründe, ganz viele Blitze, wie man sieht. Hier sind wir gerade noch am Basteln. Und auch hier ein Hintergrundsystem, was man dann von der Decke runterlassen kann mit verschiedenen Hintergrundpapieren. Ja, und das dürfte auch jetzt gekürzt fertig sein. Ja, das sieht doch erst rein aus. Ja, so, was machen wir heute?
Du wolltest Bekleidung fotografiert haben. Yes. Für deinen Shop. Yep. Puppe habe ich vorne schon stehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal. So, gehen wir nach vorne. Vielleicht noch kurz zu der Puppe. Man kann halt bei dieser Puppe, die kann man halt zerlegen. Ja, die ist magnetisch. Das heißt, wir haben gleich den Vorteil, dass wir hinten in den Ausschnitt rein fotografieren können. Und dann sieht es halt schwebend aus. Hinten in den Ausschnitt rein fotografieren können. Das ist auch sehr, sehr geil. Hinten in den Ausschnitt rein fotografieren. Ja, der war sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einmal in erster Linie so gesehen her, bauen für euch einmal alles auf, ne, dass ihr gleich quasi so gesehen beim fertigen Produkt mit dabei seid. Ne. Wir fühlen jetzt mal so ein bisschen die Puppe vor und gucken uns so ein bisschen was an. Und gleich, wenn der Björn am Fotografieren ist, nehme ich euch mit. Also, auf geht's. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Der Björn hat jetzt gerade angefangen quasi zu fotografieren. Ne, das heißt, die Puppe ist aufgebaut. Ne, stellt jetzt gerade die Blitze ein etc. Ja, wolltest du ein bisschen was zu deinem Kamerasetup erzählen? Ja, ich arbeite mit drei Blitzen. Mit zwei Blitzen mache ich den Hintergrund schön rein weiß, damit ich hinterher mit der Freistellung viel einfacher habe. Und der vordere Blitz ist der Aufhellblitz. Kamera ist jetzt nichts Besonderes, sind normale Studio-Einstellungen, die man benutzt. Ich habe ein 50mm Objektiv jetzt drauf, habe aber die Blende relativ geschlossen, wegen dem Blitz halt. Sind eine 125. ganz normal. Ja, und damit machen wir das jetzt und dann wollen wir es natürlich hinterher auch freistellen. So, wir schauen mal. Hinten haben wir auch einen Aufdruck. Wir brauchen von allem leider vorne hinten. Es wird Arbeit. So hart das auch klingen mag. Alles gut. Dann drehen wir es einfach mal. Schleichwerbungsoptik. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass man das hier oben noch sieht. Ne? Wäre ganz gut, oder? Ja, so wenn wir ein bisschen... alles werden wir, glaube ich, nicht ganz so drauf kriegen, aber es wäre schon ganz cool, wenn da ein bisschen mehr drauf käme. Wenn man das zumindest noch sehen kann. Ne? Ja. Genau. So. Sieht doch gut aus. Perfekt. Ja, kannst du einmal gucken. So sieht es dann aus. Jo, das sieht astralen aus. Die Puppe wird noch wegbearbeitet hinterher, das sieht man hinterher gar nicht mehr. So, Jacke in Schwarz haben wir jetzt soweit. Jetzt wird wieder alles nackig gemacht. Aber Puppe, ja. Puppe mit Sixpack, so muss das sein. Und Brustmuskeln. Sehr schöne Puppe. Genau. So, jetzt machen wir die. Ja, passend für dich, ne? Ja, jetzt machen wir die graue Variante. Das ist das, was wir als Girls Jackets machen. Das heißt, das werden die Jacken für die Damen der Schöpfung. Die fallen so ein bisschen. Die eigentlich pink sein? Ja, wir gucken nochmal, wie wir das Ganze erweitern. Auf jeden Fall, die Jacken sind halt eben etwas slim fitter noch als die Männer. Das heißt, hier ist die taillierte Umrandung quasi ein wenig enger geschnitten. Das kann man jetzt auch gerade schön an der Puppe sehen. Das heißt, die sind etwas enger anliegend und im Brustbereich, glaube ich, sogar etwas weiter, speziell für Frauen. Ich glaube, dass wir jetzt so als Laien das nicht erkennen werden. Aber die Frau, die es später trägt, wird es wohl sehr, sehr wahrscheinlich erkennen. Wir werden das gleich noch... So krass wird es nicht werden. Ja, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Das ist die harte Realität. Gibt Schlimmeres. Ja, keine Puppe.
Schnappe positiv aus. Ach, du hast die Klammern angekommen. Ja, das ist Klammeräffchen, ja. Ja. Nein, muss ja auch vernünftig von der Form her sein, ne? Ja, ja, ja. Weil hier kann man auch nochmal so richtig schön das Bügelbrett nehmen. Also es sind auch ein paar Hosen dabei. Ich wusste jetzt nicht, ob die Puppe Hosen kann. Deswegen habe ich jetzt erstmal, obwohl, nee, warte mal, die Hosen habe ich zu Hause gelassen, weil ich nicht wusste, ob es geht. Das ist jetzt noch das Sling Tank Top für die Männer. Das ist halt dieser X-Ausschnitt. Das ist jetzt halt Bodybuilder Edition 2XL. Kein Scheiß, die verkaufen sich, ne? Also ich habe 4 Bestellungen dafür. Also ja, es gibt auch Leute, die tragen im Bereich Bodybuilding 2 bis 3XL. Das heißt, die Collection wird auch nachher mehr so für die muskulösen Vertreter unserer Gattung definitiv, ja, mit von der Partie sein. Wenn man so groß ist, ne? Wusstet ihr eigentlich, dass zur Ausbildung eines Fotografen ein 2-monatiges Bügelstudium gehört? Genau, das gehört auch dazu. Also Fotografen müssen auch bügeln lernen. Ja. Ne, ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, hier kann man gerade auch noch so schön die Live-Schaltung auf Facebook verfolgen. Shirt müsste man hinterher wirklich mal gucken. Also die Idee ist, das mit der Puppe ist immer schön, ne? Aber vielleicht sollte man das wirklich auch mal mit dem Model fotografieren. Ne? Postet's mal in die Kommentare, ob ihr dafür seid. Das ist ja jetzt wirklich ein Shirt für Bodybuilder, sage ich jetzt mal. Das sieht man jetzt auf der Puppe nicht unbedingt. Nee, nicht wirklich. Also es ist relativ schmal. Es sieht fast tailliert geschnitten aus. Ja, ja, du hast es ja gerade in der Hand gehabt. Das ist schon sehr, 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 sehr breit. Also es ist wirklich. Nur wenn ich das hier die Klammer abmache, dann wird es zu breit. Ja, das ist. Dann sieht es aus wie ein Sack. Ein Sack. Ja, ein Sack ohne Muskeln. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ich finde die Falten jetzt nicht so toll. Ja. Aber da bist du durch. Du hast da noch Flaschen drin, habe ich gesehen. Flaschen? Da drin? Ja, das sind Shaker. Die muss ich gleich noch ins Studio zurückbringen. Ach so. Ja, der Björn fotografiert jetzt gerade das neue Sacktop. Also für die Leute mit ein bisschen mehr Muskeln haben wir natürlich auch 1, 2 und 3XL Tanktops. Ne? Also dementsprechend, da kann sich jeder auch gerne nachher mal für sich so quasi seine Sportswear-Größe raussuchen. Ne? Es ist also im Prinzip so gesehen in der Sports Collection alles dabei. Übrigens, die Jacke ist auch von uns aus der Fertigung. Die haben wir dem Björn mal vor 1 oder 2 Monaten gefertigt. Genau. Hält sie noch? Alles gut? Alles gut, super. Ja, bin sehr zufrieden. Siehst du, wir versorgen schon die halbe Welt mit Kleidung. Ja, was haben wir? Das war's jetzt, oder? Das müsste es jetzt gewesen sein. 5 oder 6 Teile. Okay. Weil ich habe ja jetzt extra die Leggings und die Pants und so gar nicht mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob das funktionuckelt. Kannst jetzt nicht so. Fehlzündung. Ja. Die laden sich zwischendurch. Nee, muss er dann nochmal mitbringen, sag ich mal. Ja, machen wir. Bringen wir nochmal mit. Dass wir das nochmal machen. Aber jetzt haben wir das erstmal soweit durch und die Fotos waren ja auch erstmal wichtig, ne? Genau. Die sind erstmal wichtig überhaupt. Erstmal wichtig, dass du welche hast, ne? Ja. Ja, ich würde mal sagen, das war ein sehr, sehr kurzer Vlog heute. Na, es ging ja nur um euch so ein bisschen quasi mitzunehmen in das, was wir heute so gemacht haben. Das war das Fotostudio der AnyGym Collection 2020 für unseren neuen Online-Shop. Das heißt, ja, wir haben jetzt die Produktfotos fertig. Jetzt geht es in den nächsten 14 Tagen daran, wirklich den Shop hochzuladen, ne, und für euch quasi den Launch zu machen. Ihr könnt euch definitiv drauf freuen. Ich gebe euch natürlich Bescheid, sobald der neue Shop online ist. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Resttag. Danke an den Björn für die Fotos. Und Kontaktadresse zum Fotostudio verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ne? Und dann habt ihr auch, wenn ihr was braucht, immer was dabei. Ja, bei uns im Studio liegen noch 20 Euro Rabattgutscheine aus, ne, für den Björn. Das heißt, ihr könnt gerne im Studio vorbeikommen und euch einen abholen oder wegnehmen, wenn ihr mal Fotos brauchen solltet für Hochzeit, fürs Baby. Ne, was ihr gerade so Bock habt, Model, Atelier, Porträt, wird da alles mitmachen. Und dementsprechend holt euch den Rabatt ab. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und wir sind raus für heute. Ciao.